Fitness mit Marc, Folge 225. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er war noch niemals in New York. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich Verstärkung an Bord. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln und zwar für das Themengebiet trainingswissenschaftliche Interventionsforschung. Hat allerdings auch schon zu einem breiten Spektrum an Themen geforscht und publiziert, vom Ausdauertraining generell zum Training und Regeneration im Leistungssport, speziell Klettern, erkennt sich wunderbar aus mit EMS-Training und Training mit hoher Intensität, aber auch CrossFit und generell Übertraining. Und das sind auch die Punkte, über die wir heute reden werden. Wir reden einerseits über das Themengebiet Höhentraining. Da habe ich auch ein bisschen was Praktisches ja mit im Gepäck durch meine Kilimandscharo-Besteigung im letzten Jahr. Wir reden auch über Verhaltensänderung. Was sind die Kriterien, die wirklich wissenschaftlich erwiesenermaßen wichtig sind, um nachhaltig dein Verhalten zu verändern und so eben auch nachhaltig eine Veränderung deines Körpers oder deiner Fitness zu erreichen? Was bringen Apps, was bringt Software dabei, so eine Verhaltensänderung herbeizuführen? Stichwort Fitbit oder Apple Watch oder andere Aktivitätstracker werden ja immer mehr genutzt. Was bringt Online-Fitness-Coaching zum Beispiel? Ist das eine Alternative zum Live-Personal-Training vor Ort? EMS-Training? Dazu werde ich häufig gefragt. Auch darüber reden wir. Bringt EMS-Training was? Ist es genauso gut wie Krafttraining an den Gewichten? Ist es vielleicht sogar besser oder ist es vielleicht auch nicht so gut? Und last but not least gibt er dir noch ein paar Tipps aus seiner Sichtweise des Forschers mit, was bringt wirklich was, wenn du nachhaltig nackt gut aussehen willst. Also, gleich geht's weiter mit dem Gespräch. Den Namen bin ich dir noch schuldig. Er ist heute zu Gast, Professor Dr. Lars Donath. Diese Fitness mit Marc Folge wird dir präsentiert von Audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat. Es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat, und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm wie Fitness mit Marc, buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge. Ja, ich hatte es eben schon angekündigt, heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, Professor Dr. Lars Donath von der Sporthochschule Köln. Moin moin Lars. Hallo. Lars, warst du schon beim Training? Die Frage habe ich befürchtet, nein, heute war auch den ganzen Tag schlechtes Wetter, aber es gibt bekanntlich keine Ausreden, insofern leider nein. Woran forschst du aktuell? Aktuell schaue ich mir Anpassungsreaktionen an Training an, also was macht Training mit dem Körper auf muskulärer Ebene, Herz-Kreislauf-Ebene, auf kognitiver Ebene. Und da schaue ich mir ganz besonders an, was hochintensives Training macht, auch bei klinischen Populationen, also kranken Personen, und was Kraft- und Gleichgewichtstraining bei Athleten und der Allgemeinbevölkerung auslöst. Und wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, was sagst du dann? Dann sage ich, ich bin Sportwissenschaftler. Wie kam das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Man stolpert da so rein. Und wenn man rückblickt, dann muss man ehrlicherweise gestehen, war das ein ganz schön risikohaftes Unterfangen. Im Grunde habe ich angefangen, als wissenschaftliche Hilfskraft
zu arbeiten nach meiner Vordiplomsprüfung und dann bin ich einfach dabei geblieben, habe ein Promotionsstipendium bekommen, eine attraktive Stelle in der Schweiz und habe mit tollen Leuten in einer tollen Umgebung arbeiten können und nur deswegen hatte ich auch die Chance, mich auf Köln zu bewerben und habe den Zuschlag bekommen, worüber ich nicht traurig bin. Du warst auch in den USA. Genau. Wo genau war das? Das war in den Great Lakes in der Upper Peninsula in Michigan. Es war eine relativ kleine Universität und wir haben uns angeschaut, wie Hypoxie, also quasi Sauerstoffmangel, auf die Gleichgewichtsreaktion wirkt. Und dazu habe ich noch unterrichtet dort einige leistungsphysiologische Kurse. Gibt es da eigentlich Unterschiede, wenn wir uns ja die Forschung angucken in USA und Deutschland? Im Grunde nicht. Man kann sagen, die deutsche Forschungsstruktur ist insgesamt vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, verwaltungsorientierter, an vielen Stellen auch kompetitiv, aber auch nicht zwingend kompetitiv. In den USA habe ich den Eindruck, insbesondere in den starken Universitäten, ist doch der Druck, auch für alle Mitarbeiter publizieren zu müssen, hohe Antragsvolumina einzufahren, deutlich höher, als das an deutschen Universitäten der Fall ist. Was fasziniert dich eigentlich an der Forschung? Ja, anfangs hatte ich gedacht, man stellt eine Frage, bekommt eine Antwort und macht weiter. Aber mittlerweile muss ich leider feststellen, man stellt eine Frage und bekommt zwei neue Fragen. Das ist manchmal frustrierend, aber es ist die Neugier, die originäre Neugier, Sachen herauszufinden, sich neue Fragen zu stellen, mit interessanten Leuten anwendungsorientierte Fragestellungen zu beantworten, neue Methoden zu erschließen und das Ganze natürlich dann auch in die Praxis zu transferieren und in die Lehre zu integrieren. Du hattest eben angesprochen, dass du in den USA ja Hypoxie-Training erforscht hast, also unter Sauerstoffmangel. Ich habe das Ganze mal empirisch ausprobiert. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Kilimandscharo, habe davor eben auch so ein Höhentraining gemacht, also in so einer Kammer hier in Hamburg, wo dann Stickstoff reingeblasen wird. Dadurch sinkt dann der Sauerstoffanteil der Luft und bin dann einfach auf dem Laufband gewandert. Da habe ich schon ordentlichen Leistungseinbuße festgestellt. Jetzt würde mich erstmal interessieren, was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn er eben in großen Höhen, also Kilimandscharo ist fast 6000 Meter hoch. Ich habe es schon gemerkt, so eine Einfluss ab, ich würde mal sagen 2000 Meter vielleicht, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich ein bisschen mehr belaste, dass die Leistung runtergeht. Aber wie kommt das eigentlich? Ja, im Grunde sagt man, ab 2000 Meter bis 4000 Meter kann der Körper vollständig kompensieren und danach wird es wirklich kritisch und ab 7000 Meter wird es dann unter Umständen tödlich. Das ist ganz einfach, der Sauerstoffpartialdruck wird geringer, dadurch, dass der Luftdruck auch geringer wird. Damit kann weniger Sauerstoff ins Gewebe abgegeben werden und der Körper versucht natürlich Mechanismen hervorzurufen, mit denen er das kompensieren kann, indem er die Atmung erhöht, die Herzfrequenz erhöht. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die Herzfrequenzreserve insgesamt ein bisschen kleiner wird. Das heißt, das Regulationsspektrum zwischen Ruhe und maximaler Herzfrequenz wird dann auch kleiner und man verliert sehr viel Flüssigkeit, die Konzentration auch im Gehirn wird quasi schlechter, man kann sich weniger lange konzentrieren, trifft Fehlentscheidungen und deswegen braucht man eben lange Anpassungsphasen. Das heißt, der Ruhepuls steigt wahrscheinlich, der Maximalpuls ist ja gesetzt, also... Der sinkt, also unter... Ach so. Höhenexposition ist der deutlich tiefer. Aha. Kann einfach den maximalen Puls nicht mehr erreichen oder man ist schneller erschöpft, bevor man ihn erreicht. Mhm. Und der Ruhepuls steigt aber wahrscheinlich, ne? Der Ruhepuls steigt. Also die eine Kurve nähert sich quasi vom Sea-Level zur Höhe von oben nach unten. Das ist die maximale Herzfrequenz. Und die andere Kurve nähert sich, das ist die Ruheherzfrequenz von unten nach oben. Und die Differenz ist ja quasi das Regulationsspektrum, in dem ich zwischen Ruhe und maximaler Belastung regulieren kann. Und das wird weniger. Also das heißt quasi, das Abhängen ist schon eine maximale Belastung. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich in den... Ich war im Prinzip, waren das nur 6,5 Tage, die wir da im Nationalpark waren, eben auf größeren Höhen. Und ich habe gegessen wie so ein Scheunendrescher und gefühlt, also war es eine Wanderung so für den Körper, von der muskulären Belastung her. Alpinistisch nicht sonderlich anspruchsvoll. Es geht halt steil hoch, aber ist nicht zu vergleichen, glaube ich, mit den ganzen anderen sehr hohen Bergen.
Trotzdem bin ich wiedergekommen und hatte irgendwie 1,5 Kilo weniger auf der Waage. Offenbar steigt da auch der Kalorienverbrauch dann ordentlich an. Ja, man kann sich das ja vorstellen, wenn die Atmung erhöht ist, der Pulsschlag erhöht ist, man weniger schläft, man den ganzen Tag draußen ist und aktiv ist, dann ist natürlich der gesamte Ruhe- und Leistungsumsatz höher und das muss man kompensieren. Dazu verliert man sehr viel Flüssigkeit, man ist die ganze Zeit am Trinken, das ist wirklich akut sehr wichtig, dass man die Vitalfunktion dadurch aufrechterhält. Wodurch kommt das, dass man Flüssigkeit verliert in der Höhe? Ja, das ist ein Mechanismus. Die Niere versucht sozusagen über die Ausscheidung von Flüssigkeit die Sauerstoffbindung aufrechtzuerhalten, die Ventilation zu verbessern, zu puffern auch, also quasi wenn Laktat entsteht, auch zu puffern. Und das läuft über das sogenannte Renin-Angiotensin-System. Das heißt, man muss Flüssigkeit abgeben, um besser Sauerstoff aufnehmen zu können. Und wenn man natürlich krank wird, ja, also ein Hirnödem oder ein Lungenödem bekommt, dann ist bei Höhenkrankheit diese Abgabe sozusagen behindert. Und das ist ein Indikator auch für Höhenkrankheit. Im Prinzip würde man das merken, dass man trinkt und nicht pinkeln muss. So ungefähr. Ich habe etwa 1 bis fast 2 Monate vorher angefangen mit diesem Höhentraining in der Höhenkammer, wo eben einfach weniger Sauerstoff war. Jetzt habe ich mich mit unterschiedlichen, ich sag mal, Experten einfach im Voraus unterhalten. Die einen, natürlich die Trainer da vor Ort, die waren davon überzeugt, haben gesagt, das bringt auf jeden Fall was. Wenn du hier, bei mir war es am Anfang 2x die Woche, dann in den Wochen vor der Kilimandscharo-Besteigung war ich sogar 3x die Woche da. Bin da einfach relativ langsam auf dem Laufband gegangen mit einer hohen Anstellung halt, also ein steil gestelltes Laufband sozusagen. Ich habe das auch genau das gemerkt, was du eben beschrieben hast. Die Konzentration ging ziemlich runter und ich hatte einen sehr hohen Puls, als wäre ich um die Alster gejoggt hier in Hamburg, aber war eben sehr langsam unterwegs. Jetzt haben mir auch einige gesagt, das bringt gar nichts. Also du kannst quasi, habe ich jetzt von einem anderen Trainer gehört, der sagte halt, das Einzige, was halt sozusagen einen wirklich auf diese Höhe vorbereitet, ist, wenn man in dieser Höhe lebt. Gibt's da wissenschaftliche Erkenntnisse zu, dass so ein, ja, 3x die Woche in so einer Höhenkammer, vielleicht 1,5 Stunden Training, dass einen das wirklich vorbereitet auf so eine Bergsteigung? Ja, also es gibt da sehr gute Daten dazu. Im Grunde muss man sagen, entscheidend ist die Expositionszeit in der Vorbereitung. Das heißt, ich muss möglichst viel Zeit damit verbringen, mich dieser Höhe auszusetzen. Und wenn ich natürlich nur 3x die Woche 2 Stunden Höhe simuliere, ist das insgesamt zu wenig. Deswegen hat sich in den letzten Jahren diese Sleep High Train Low Methode gerade für Sportler durchgesetzt, dass man eben wirklich oben schläft und seinen Körper viel länger dieser Hypoxie aussetzt. Ich denke, für dich jetzt im Vorfeld hätte es durchaus Sinn gemacht, so eine Art Höhentrainingslager zu machen, tatsächlich in die Höhe zu gehen, ist natürlich teuer oder deutlich häufiger in diesen Höhentrainingskammern auch zu sein. Ja, also da auch wirklich mal zu schlafen, natürlich sich dort auch körperliche Belastung auszusetzen, so dass man in der Summe einer Expositionszeit über 2 Wochen von vielleicht insgesamt pro Woche 20, 30, 40 Stunden auch ausgesetzt ist. Ja. Mhm. Also diese 6 bis 8 Stunden sind insgesamt natürlich zu wenig. Und Fitness generell, man macht sich fit, ist auch kein Schutzfaktor für das Auftreten von Höhenkrankheiten oder Lungenödem oder Hirnödem. Also was ich definitiv gemerkt habe, ist, ich bin derzeit auch relativ wenig laufen gewesen. Davor war ich verletzt, habe auch nicht so richtig trainieren können. Das heißt, meine Ausdauer war nicht so gut wie sonst. Und ich habe, obwohl ich da sehr langsam unterwegs war, auch in der Höhenkammer, also wirklich, ich sag mal schlendernd, habe ich danach, als ich laufen war, gemerkt, dass ich eine richtig gute Ausdauer hatte. Mein subjektiver Eindruck war, das eignet sich trotzdem gut als Ausdauertraining, auch wenn die Belastung, zum Beispiel vielleicht, wenn man verletzt ist oder sich nicht so gut belasten kann, dass man dann halt trotzdem in so einer Höhenkammer gut trainieren kann. Ja, im Grunde ist das schon ein hoher Stimulus, das stimmt, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, du bist doch einfach fit geworden dadurch, dass du was gemacht hast. Und jetzt den Unterschied zur Hypoxie, den muss man natürlich in einem kontrollierten Studiendesign überprüfen. Das heißt, man hätte jetzt gucken müssen, mit dem gleichen Aufwand des Trainings unter Hypoxie, werde ich dann auch in meiner Ausdauerleistungsfähigkeit auf die gleiche Weise besser, wie wenn ich den Trainingsreiz unter Nicht-Hypoxie-Bedingungen appliziere. Und
Wahrscheinlich wärst du auch ohne Hypoxie, wenn du trainiert hättest, bei ähnlicher Intensität, wobei die Intensitätssteuerung in Höhe immer ein bisschen schwierig ist, auch besser in der Ausdauer geworden. Also ähnliche Belastung von der Pulsfrequenz her oder so beim... Ja, Belastung ist ein bisschen anders, weil die halt höher ist, die Pulsfrequenz, und die Steuerung in Hypoxie von Beanspruchung und Belastung ist auch ein bisschen schwieriger. Aber man kann sagen, im Prinzip, wenn ich nicht mich ausreichend in der Höhe aufhalte und auch wirklich spezifisch mich darauf vorbereite, dann kann ich auch mich nicht übermäßig gut gegen Höhenkrankheiten oder Komplikationen der Höhe schützen. Also ich habe auch tatsächlich auf den letzten 1000 Metern die Höhenkrankheit bekommen. Da habe das dann also zum Glück nicht so stark, dass ich umkehren musste. Aber das ist ja auch interessant zu wissen, dass ich vielleicht, wenn ich sowas nochmal machen will, oder jeder, der jetzt zuhört und sowas machen möchte, es gibt ja auch diese Zelte im Prinzip, wo man dann drin schlafen kann. Die kann man sich auch mit nach Hause nehmen. Sowas wäre dann viel effektiver, als ein paar Mal die Woche in so eine Höhenkammer zu gehen. Absolut. Entscheidend ist die Dauer, die Höhenexposition. Also es gibt noch zwei weitere Dinge, als die dieses Höhentraining auch gern vermarktet wird. Das eine ist halt als effektiven Ergänzung zu einem Ausdauertraining, zum Beispiel für jetzt Triathleten oder Langstreckenläufer oder Radsportler. Und das andere wäre als Anti-Aging-Methode. Kannst du dazu was sagen? Ja, ein Wort: Bullshit. Tut mir leid, dass ich das so drastisch sagen muss. Klar, man versucht immer so Marketing-Nischen zu finden und was Neues anzubieten, die Leute hervorzulocken, auch Geld zu machen. Und da ist natürlich Höhentraining eine geeignete Methode. Aber ich denke, man kann durch Höhenexposition nicht das Altern aufhalten. Das ist ein anderer Stimulus, ein schwierig zu dosierender Trainingsstimulus in der Höhe. Vielleicht ein attraktiver Stimulus, passt in die individualisierte Leistungsgesellschaft, in der ich immer aufregende Sachen machen muss, auch im Training. Aber im Grunde die einzige Chance, was gegen Altern zu tun ist, wenig Stress, viel Schlaf, eine gute Diät und vernünftiges Training und guter sozialer Support. Und wenn ich die fünf Faktoren in einem Gleichgewicht befinde, dann habe ich auch gute Chancen, nicht ganz so schnell zu altern. Aber ich muss trotzdem altern, tut mir leid. Das heißt, es ist halt im Prinzip eine Bewegung und die ist grundsätzlich gesund und kann auch den Alterungsprozess ein bisschen bremsen. Aber da kann man auch dann was ganz anderes machen, was einem Spaß bringt und was eben auch nicht so viel Geld kostet. Ich kenne keine seriöse Studie, die sich mit Hypoxie befasst hat und zeigen konnte, dass Hypoxie tatsächlich Alterungsprozesse oder am Chromosom was ändert oder auch an dem programmierten Zelltod was ändert oder auch auf Verhaltensebene was ändert, was in irgendeiner Form in Richtung Anti-Aging spricht. Das sind einfach unverschämte Marketing-Claims sozusagen, so Marketing-Blasen. Ich würde dich gerne nochmal zu einem anderen Thema befragen, und zwar der Herzfrequenzvariabilität. Ich habe jetzt gehört, dass das eine gute Möglichkeit sein soll, um für sich selbst zu monitoren, wie gut bin ich schon regeneriert von einer zuvor zurückliegenden Trainingseinheit, sei es jetzt im Kraft- oder Ausdauertraining. Und ich kann nach Herzfrequenzvariabilität mein Training steuern und so eben ein optimales Verhältnis zwischen B- und Entlastung herstellen. Also ich habe zu diesem Thema tatsächlich auch erst in den letzten 2 Jahren was gehört und mich angefangen damit zu beschäftigen. Gibt es dazu Erkenntnisse? Also Herzfrequenzvariabilität ist ursprünglich im Rahmen von Overtraining, also Übertraining, angewandt worden. Und dazu muss man ehrlicherweise sagen, wenn man das wirklich im Leistungssport, und da ist es ja tatsächlich relevant, wenn man eine hohe Belastungsdichte auch hat, Herzratenvariabilität einsetzen will unter standardisierten Bedingungen, da muss man so viel beachten, dass es mit dem Alltag von Leistungssportlern schwer kompatibel, also quasi Ruhephasen, Schlaf, Hydration, die Messmethoden ist auch sehr anfällig gegenüber ganz vielen Einflussfaktoren, wie die eben genannten Schlaf, Stress, Ernährung, Hydrationsniveau, vorherige Erkrankungen, dass ich das gar nicht wirklich nutzen kann, um verlässlich Vorhersagen über Übertraining zu machen. Und wenn ein HRV-Parameter anspringt, dann springen auch andere Parameter an. Das heißt, das Kind ist dann schon in den Brunnen gefallen. Es gibt allerdings auch ein paar aktuelle Studien, insbesondere aus den skandinavischen Ländern, die das gemacht haben.
und die tatsächlich auch zeigen, dass es zumindest funktioniert im Kontext der Readiness, also Bereitschaft für Belastung, aber die Beweislage ist noch oder Befundlage ist noch sehr, sehr dünn. Ich bin da eher skeptisch, dass das gut funktioniert. Und im Breitensport, denke ich, braucht man auch keine HRV, um die Readiness, also die Bereitschaft wieder zu trainieren, anzuwenden. Da reicht ein gutes Augenmaß, auch ein guter innerer Kompass, wie beansprucht fühle ich mich. Aber wenn man tatsächlich dann 12 bis 20 Einheiten in der Woche macht, dann kann das durchaus helfen. Und ich bin gespannt, was die Wissenschaft in den nächsten 3, 5 bis 10 Jahren dazu bringt. Welche Parameter sind denn vielleicht besser oder auch, wo es wirklich eine starke Evidenz gibt, geeignet, um zu prüfen, wie gut ich regeneriert bin? Es gibt mittlerweile so Erholungs- und Beanspruchungsfragebögen. Michael Kellmann aus Bochum hat dazu viel gemacht. Die sind jetzt auch in großen Regenerationsstudien angewandt worden, in der RegMain-Studie vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Da sind die Bochumer drin, die Saarbrückner um Professor Meyer, Professor Ferrauti aus Bochum ist da drin und Professor Pfeiffer aus Mainz. Die schauen sich das an und gucken auch, inwiefern die mit anderen Blutparametern korrelieren, diese Fragebögen. Das ist schon ganz gut, wenn man solche Point-of-Care-Testings hat, also quasi minimalinvasive Abnahmen von Blut oder CK, Kreatinkinase, dann hat man Fragebögendaten, Herzfrequenzdaten und das alles zusammen gibt eigentlich kein schlechtes Bild. Allerdings muss man sagen, im Breitensport reicht tatsächlich das Beanspruchungsempfinden, um beurteilen zu können, ob man die Belastung jetzt machen kann oder ob sie zu hoch war, zu tief war. Da würde ich eher raten, man muss sich nicht übermessen. Ja, es reicht tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf seine innere Stimme hört. Ob man sich gut fühlt, belastbar fühlt oder eben das Gefühl hat, noch platt zu sein. Absolut, und das machen auch diese Skalen, diese Fragebögenskalen. Ich halte das für ein wirklich sehr, sehr sinnvolles Instrument. Ja, wer seinen Körper verändern will, der darf vor allen Dingen sein Verhalten verändern. Welche Faktoren spielen eigentlich eine Rolle, wenn jemand eben sein Verhalten auch nachhaltig verändern möchte und solche Verhaltensänderungen auch nachhaltig verankern möchte in seinem Lifestyle? Das ist wirklich die Schlüsselfrage und eine sehr gute Frage. Und damit beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten schon auch Psychologen mit Verhaltensänderungstechniken. Susan Michie aus dem englischen Sprachraum hat dazu viel gemacht. Und im Grunde muss man Verhaltensänderungstechniken erstmal erlernen und detektieren. Es gibt über 20 Faktoren, die man ansteuern muss, um die wichtigsten zu nennen, sowas wie Zielsetzung, Barrierendetektion, Selbstmonitoring der Ereignisse, Zielkorrektur auch. Und das muss man alles sozusagen immer wieder kritisch hinterfragen. Ist das Ziel realistisch? Welche Probleme stoßen bei der Umsetzung auf? Welche Unterstützung habe ich? Wie kann ich meine Erfolge monitoren? Das muss man eben auch immer möglichst in Begleitung auch ganz kritisch hinterfragen. Barrieren, was heißt das? Also im Prinzip Hinderungsgründe, hattest du noch als zweiten Faktor genannt? Ja, beispielsweise ein stressiger, anspruchsvoller Job oder so eine Art innerer Schweinehund oder vielleicht auch die Familie, die es verunmöglicht oder vielleicht auch Einschränkungen anderer Art, gesundheitliche Einschränkungen. Ich muss quasi erstmal mich fragen, was kann mich daran hindern, mein Ziel umzusetzen? Und dann brauche ich quasi auch Möglichkeiten, diese Ziele zu überwinden. Gibt es da so ein paar generelle Tipps? Diese Folge erscheint jetzt Anfang des Jahres. Da werden wahrscheinlich viele sich auch gute Vorsätze vorgenommen haben für dieses Jahr. Und da gibt es ja auch Statistiken, die zeigen, dass ein Großteil der Vorsätze einfach auch nicht durchgehalten wird. Gibt es dann ja so vielleicht eine Best Practices, was du jemandem empfehlen könntest, der eben sich was vornimmt für dieses Jahr und dann auch wirklich dran zu bleiben bis zum Jahresende? Ich glaube, die große Herausforderung ist, ein realistisches Ziel zu formulieren und das Ziel in kleine Teilziele zu zergliedern. Das klingt banal und man muss tatsächlich auch verschiedene Belohnungssysteme zwischendurch etablieren und immer wieder auch ehrlich aufschreiben, was habe ich gemacht, warum habe ich es nicht gemacht, wer kann mir dabei helfen, was ist mein nächstes Ziel, woran hat es gescheitert, wie kann ich das verändern? Also ich brauche im Prinzip so eine permanente Auseinandersetzung mit meinem Plan, wie er sein soll und mein Plan, wie er ist und woran er gelingt oder wodurch er gelingt und woran er scheitert.
Gibt es auch so typische Fehler, die du vielleicht immer wieder beobachtest bei Menschen, die dann auch zwischendurch aufgeben? Woran liegt das? Die sind nicht alltagskompatibel, die Ziele, und die Ziele sind zu groß. Also nicht klein geschnitten. Ja, man verhebt sich sozusagen, ja. Also beispielsweise, wenn man sagt, ich möchte jetzt abnehmen und es jeden Tag frustriert sein, wie wenig es in Richtung Ziel geht, aber dann muss man das Ziel verändern, vielleicht auch das Mindset ändern und von meinen vorgenommenen 3 Trainingseinheiten in der Woche 2 zu schaffen, mich zu bewegen, und dann schaue ich mal, wie die Stimmung danach ist. Und die Stimmung, die schreibe ich mir dann auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist ganz euphorisch, 1 ist zu Tode betrübt. Und wenn ich da immer danach eine 8 habe und mir das aufschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich in der zweiten Woche vielleicht sogar die 3. Einheit schaffe. Und dann kann ich irgendwann mal nach 3 Monaten mich wieder auf die Waage stellen und gucken, ob auch da was passiert ist. Du hast ja auch über deine Forschung Erfahrungen gesammelt und auch geforscht im Bereich der App-gestützten Verhaltensänderung. Was sind da die Ergebnisse? Können Apps dabei helfen, das Verhalten zu ändern und auch dran zu bleiben? Also wir konkret haben jetzt keine Apps untersucht. Wir haben versucht, über so eine webbasierte Schnittstelle Verhalten zu monitoren, also quasi zu dokumentieren, und dann über so ein Telecoaching versucht, Zugriff auf die Probanden zu bekommen und mit ihnen zu interagieren und genau das zu besprechen, was wir jetzt auch besprechen. Woran hat es gelegen, dass es geklappt hat? Woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat? Was hat mir gefallen? Was würde ich ändern? Also dieser interaktive Austausch über den Trainingsprozess. Aber es gibt durchaus Apps, die sich halt genau diese Faktoren der Verhaltensänderungstechniken zunutze machen, die auch sehr gut funktionieren. Ich kann aber jetzt allerdings gerade gar keinen nennen. Ich habe nur mal ein Paper gelesen, dass Apps, die Verhaltensänderungstechniken implementieren, tatsächlich auch erfolgreich sind. Was hältst du von so Aktivitätstrackern? Die sind jetzt, ich würde mal sagen, 5 Jahre oder so schon am Markt. Ja, dann gibt's inzwischen Smartwatches. In Handys sind halt auch Bewegungssensoren eigentlich in allen Smartphones mit drin. Das heißt, jeder, der eine Smartwatch hat sowieso, aber jeder, der ein Handy auch den größten Teil des Tages mit sich rumführt, hat diese ganzen Daten. Dann gibt es halt Apps, die das eben über Belohnungen und individuelle Zielsetzung, zum Beispiel eben, ich versuche jetzt jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, und ich benutze zum Beispiel Fitbit und kriege dann auch immer in bestimmten Intervallen auch bestimmte Medaillen verliehen, zum Beispiel, jetzt hast du eine Strecke zurückgelegt, wie bis zum Mond und zurück und so weiter. Und ich habe mich dann mal wahnsinnig gefreut, aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, ja, das bringt eigentlich nichts. Gibt es dazu Erkenntnisse? Ja, das sind so kurzzeitige Achievements. Ja, man macht da was ganz Tolles, das ist euphorisch, das belohnt auch kurzfristig und schüttet auch Dopamin und Belohnung aus. Ja, das ist alles toll. Aber wir reden ja von langfristigen Verhaltensänderungen. Ob es mir hilft, jeden Tag zu erfahren, dass ich jetzt eine Strecke zum Mond geschafft habe oder dass ich jetzt Gewichte gehoben habe, die 5 LKWs entsprechen. Das ist die Frage, ob das langfristig trägt oder ob nicht wirklich die Zufriedenheit und der Übertrag in den Alltag entscheidend ist, dass ich das wirklich schaffe zu integrieren in meine Struktur des Tages. Familie, Job und alles, was damit dranhängt. Im Prinzip geht's ja hier um Gewohnheiten. Also, dass ich etwas verändere, wo ich erstmal bewusst an mir arbeiten muss. Und irgendwann mache ich es automatisch, weil ich vielleicht eben auch einen Weg gefunden habe. Billiges Beispiel, aber Zähneputzen kriegt auch jeder unter, weil es natürlich auch nur ein paar Minuten dauert. Andere Dinge, wie zum Beispiel auch vielleicht kleine Bewegungseinheiten, könnte ich ja theoretisch genauso in den Tag integrieren. Gibt es da Erfahrungen oder Erfahrungswerte, wie lange das so dauert, bis so eine Verhaltensänderung wirklich automatisch abläuft? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne keine Zahlen, die sagen, ab einem Jahr oder einem halben Jahr ist die dann fest. Es muss aber ein Persönlichkeitsmerkmal werden, und Persönlichkeitsmerkmale sind sehr überdauernd und sehr robust, und bis ich die wirklich ändere, vergehen schon eher Monate bis Jahre. Und im Prinzip ist es immer das Gleiche. Es muss Betroffenheit auslösen, es muss was mit mir zu tun haben, mit meinem Leben, mit meinen Lebensvorstellungen. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich auf kurz oder lang dieses vielleicht auch von außen an mich herangetragene Bedürfnis, mich bewegen zu müssen, wieder einstellen, weil es nichts mit mir zu tun hat. Aber wenn ich es mache, weil es mir zutiefst Befriedigung in meiner Lebensumwelt
gibt, dann werde ich es vielleicht aufrechterhalten. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist diese Befriedigung? Ist das, dass ich danach besser denken kann oder ganz euphorisch bin oder mich auf Sozialkontakte freue oder weniger esse, mich ausgewogener ernähre oder auf Stress besser reagiere oder viel produktiver bin im Job? Wenn ich das alles merke, aber das muss ich natürlich dann mich auch fragen, ob das tatsächlich eintritt durch die Bewegung, dann kann es sein, dass ich das tatsächlich wie so eine Art Notwendigkeit etabliere. Ihr habt in dem Forschungsprojekt, das du eben erwähnt hast, auch mit Online-Betreuung, vielleicht so eine Art Online-Coaching, habe ich rausgehört, gearbeitet. Klassisch ist ja eigentlich das Offline-Modell. Ich treffe mich mit dem Trainer, gehe mit dem trainieren. Was sind da die Erkenntnisse? Funktioniert das? Ja, unser Kriterium war ja, erfüllen die dann die Gesundheitssportempfehlung von 150 Minuten moderater körperlicher Aktivität pro Woche? Und das ist tatsächlich bei den meisten eingetreten, wenn ich sie gut coache und wenn ich sie noch zusätzlich mit einer Erinnerungsnachricht versorge, funktioniert das auch gut, aber das hat jetzt nicht so einen riesen zusätzlichen Effekt. Das Entscheidende ist wirklich die Interaktion, der soziale Austausch, das Sprechen über die Verhaltensänderungstechniken, nächsten Ziele, Belohnungen, Barrieren, dann der Zweck auch der Bewegung, wofür hilft er mir. Wenn man das gut bespricht, dann hat man tatsächlich auch eine gute Chance. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist die zum EMS-Training. Wenn ich mir angucke, womit EMS-Training beworben wird, dann wird häufig damit beworben, ja, es reichen 2x20 Minuten pro Woche und ich kann meinen kompletten Körper auslasten und auch Muskeln aufbauen und fit werden. Da gibt es bestimmt auch Untersuchungen zu. Würde mich persönlich auch sehr interessieren, weil ich auch selbst bisher wenig Erfahrung mit EMS-Training gemacht habe. Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, was genau das ist, also dieses EMS-Training und was es wirklich bringt? Im Prinzip wird der Strom auf die Muskulatur geschickt in einer bestimmten Frequenz mit bestimmten Impulsen und einer bestimmten Stromstärke und da wird quasi die Muskulatur aktiviert und das Tolle ist, das kommt aus der Rehabilitation, das hat man lokal gemacht, mittlerweile kann man das auch global am ganzen Körper machen, diese Ganzkörper Whole Body Electromyostimulation ist gerade relativ hip, wird auch im Sport benutzt. Ich persönlich bin noch ein bisschen zurückhaltend. Es gibt gute Studien auch in meiner Arbeitsgruppe von Dr. Kleinöder, der das ganz systematisch aufarbeitet mit Professor Kemmler aus Erlangen. Es gibt auch so eine Roundtable-Gruppe aus wirklich deutschlandweit führenden Wissenschaftlern, die sich damit befassen. Dosisfindungsstudien kommen jetzt gerade, wo man sich genau fragt, welche Frequenz, welche Dauer, welche Belastungsnormative im Grunde. Das, was wir uns im Training ja auch immer fragen, wie oft mache ich was, wie intensiv mache ich das, wie lange soll es dauern, das muss man auch bei EMS wissen. Und was sicher hilfreich ist, wenn man immobil ist, quasi die Struktur und Funktion dadurch ein bisschen zu konservieren. Aber für Sportler jetzt im Großen und Ganzen halte ich es jetzt für nicht zwingend erforderlich, insbesondere für Breitensportler. Wenn man noch ein paar Prozent rauskitzeln will, kann man das überlegen, aber man muss immer bedenken, dass quasi Antagonist und Agonist, also Spieler und Gegenspieler, also quasi Oberschenkelmuskel an der Vorderseite und Rückseite gleichzeitig aktiviert werden. Das sind Co-Kontraktionen. Es gibt auch hohe Kreatinkinase-Konzentrationen unter Umständen, wenn man es falsch appliziert. Aber wenn man es richtig macht, sind die aus klinischer Sicht unbedenklich. Das Kriterium ist wirklich, brauche ich es tatsächlich oder kann ich nicht funktionell und traditionell trainieren, wird das von wirklich ausgebildeten, zertifizierten Fachleuten gemacht, kennen die Risiken, dann Rhabdomyolyse ist ein Problem, ja, also wenn der Urin braun wird, das ist ein Problem, wenn CK-Werte zu hoch sind, das ist ein Problem, also man kann die Leute, wie man so schön sagt, mit EMS auch ohne weiteres abschießen, da ist auch eine große Gefahr enthalten. Und wodurch entstehen diese Risiken? Wie kann man sich das erklären? Ist da eine offenbar eine Überlastung des Muskels oder ist das Nervensystem oder was anderes? Im Prinzip wird lokal der Muskel elektrisch zu stark stimuliert und dann tritt Myoglobin, also der Farbstoff des Muskels, ins Blut und das kann die Niere nachhaltig schaden, weil dort wird es abgebaut. Insofern muss man sich vorstellen, der Muskel, je nach Signal vom Gehirn, arbeitet ja sehr arbeitsteilig. Mal die Fasern, mal ein paar mehr, ein paar große, ein paar kleine Fasern und wenn man ganz viel Kraft braucht, dann arbeitet alles zusammen. Aber beim EMS wird eben quasi sehr, sehr stark, je nach Einstellung,
appliziert. Und wenn man das überdreht, dann treten diese Risiken, die beschriebenen, auf. Aber gute Leute, gute Trainer, die haben das im Normalfall im Griff. Also für jeden, der das ausprobieren möchte, ist wichtig, sich erstmal anzugucken, wie gut ist der Trainer fachlich. Und dann kann er diese Nebenwirkungen oder diese Risiken auch vermeiden und die Intensität des Trainings entsprechend steuern. Absolut. Wenn wir jetzt mal vergleichen EMS-Training versus, wenn wir über Muskeltraining reden, versus klassisches Hanteltraining, hättest du da eine Präferenz? Also ich würde im Breitensport immer sagen, es reicht, traditionelles Training ohne EMS zu machen. Ich sehe jetzt keinen Grund, da zusätzlich zu stimulieren. Für den Leistungssport, für den Reha-Sport ist das schon eine ganz andere Dimension. Insofern meine Präferenz ist, klassisches, funktionelles Krafttraining ohne Elektromyostimulation zu machen. Und die Studien sind jetzt auch nicht so, dass man jetzt auch die zusammenfassenden Studien sagen muss, der zusätzliche Nutzen ist jetzt gigantisch viel größer. Mein Aufhänger ist ja immer nackt gut aussehen. Und viele, die jetzt hier zuhören, die haben vielleicht auch so ein Ziel, dass sie halt möglichst schnell auch sichtbare Ergebnisse erreichen wollen durch Training, durch Ernährung. Was ist deiner Erfahrung nach am effektivsten, um eine athletische Figur zu entwickeln und um möglichst schnell sichtbare Ergebnisse zu erzielen? Erstmal nicht nackt gut aussehen wollen und nicht schnell sichtbare Erfolge zu haben zu wollen. Okay. Schlussendlich ein bisschen vorsichtiger mit sich und seinen Erwartungen zu sein und sich kleine Ziele zu setzen, einfach geduldig sein. Ich glaube, man kommt nicht, seit man stellt seinen ganzen Tag und sein Leben auf den Kopf, in weniger als ein Viertel bis halbes Jahr zu spürbaren Erfolgen. Also ich wäre da eher vorsichtig. Ja, im Marketing wird häufig suggeriert, in 4 Wochen oder in 2 Wochen wahnsinnige Erfolge. Oder auch Sendungen wie Biggest Loser sind da, glaube ich, ganz gute Meinungstreiber. Und viele sind dann frustriert, wenn sie in so kurzer Zeit dann die Ergebnisse nicht erreichen. Ja, man sollte sich vor Trash-TV fernhalten. Lars, ich würde ganz gern zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf dich zu sprechen kommen. Wie hältst du dich denn fit? Unzureichend. Also ich versuche hin und wieder Fahrrad zu fahren. Ich bin mit der Familie unterwegs. Ich versuche zu rudern hin und wieder. Aber ich habe dankenswerterweise eine ordentliche Grundfitness, aber auf die kann ich mich nicht dauerhaft verlassen. Das heißt, gerade jetzt auf die 40 zu, muss ich einfach auch deutlich mehr auch investieren. Und das heißt im Klartext viel mehr auf Arbeit mit dem Fahrrad pendeln, zwischendurch mal in der Pause ein Krafttraining reinbauen und auch mal abends aufs Ruderergometer. Das ist sicher das, was ich mir für 2019 vornehme. Wenn du so zurückschaust, wie alt bist du jetzt? 38. Gibt es so 1, 2 besondere Erfolge in deiner bisherigen Laufbahn, auf die du besonders stolz bist? Ich hätte mal fast den Marathon unter 3 Stunden geschafft, aber das ist schon lange her, das war 1999, bin aber dann 1 Stunde langsamer als der damalige Weltrekordhalter im Ziel gewesen. Im gleichen Wettkampf, das ist ja das schöne Marathon, dass man sich mit der Spitze duelliert. Ansonsten gibt es nichts, worauf ich übermäßig stolz sein kann. Wenn du dir Ziele vornimmst und die erreichst, du hast ja einfach auch schon viel erreicht. Karriereweg Forschung, hast du ja im Prinzip den Punkt Professur schon erreicht. Aber eben auch zum Beispiel, vielleicht ist auch der Marathon ein gutes Beispiel. Gibt es so vielleicht gedankliche Verhaltensmuster oder generell Verhaltensmuster, die dir dabei helfen, wenn du dir so etwas vornimmst, dann auch diese Ziele zu erreichen? Also ich frage mich immer ganz kritisch, will ich das, brauche ich das, löst das bei mir Emotionen und Passionen aus? Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich von mir, dass ich das auch nicht langfristig halten kann. Also die große Herausforderung für jeden ist, sowas Passioniertes in dem, was man macht, zu finden. Und manchmal sind das auch so kleine Teile, die sich dann in der Summe so eine Perlenkette zusammensetzen. Alles andere wird langfristig schon zu Frustration, Stagnation führen. Und auch im Sport ist es wichtig, was zu finden, was einen wirklich richtig begeistert. Und wenn es nur der soziale Austausch ist mit den anderen. Deswegen ist, glaube ich, auch das Bouldern und das intensive Gruppentrainieren
in CrossFit so spannend, weil man sich da trifft. Das ist ein bisschen Lifestyle. Man kann sich gegenseitig messen, zusammen an Problemen knobeln, man wird zusammen besser. Das hat schon seinen Reiz. Hast du Vorbilder? Puh, das ist eine gute Frage. Ja, die Eltern sind natürlich immer so ein bisschen Vorbild, weil die letztlich ganz viel dafür getan haben, dass man so geworden ist, wie man ist. Dann habe ich berufliche Vorbilder. Mein alter Chef in Basel ist ein ganz großes Vorbild. Dann habe ich alte Kollegen in meiner Promotionszeit, die ich unheimlich schätze und denen ich auch viel verdanke. Ja, ich beneide meine Frau, wie geduldig sie Sachen handelt. Das ist auch sehr toll. Und ich finde es toll, meine drei Kinder groß werden zu sehen. Aber so richtig Vorbilder, an denen ich mich orientiere, das ist je nach Perspektive immer mal jemand anderes, der mich begeistert. Gibt es etwas, was du gerne an dir ändern würdest, wenn du könntest? Vielleicht ein bisschen geduldiger manchmal sein. Das ist hilfreich. Auch mal eine Kröte schlucken, das kann ich ganz schlecht. Ich muss meistens für Klärung sorgen, wenn Probleme auftreten. Das ist aber nicht immer gut. Ansonsten bin ich eigentlich im Großen und Ganzen relativ zufrieden mit dem Kerl, mit dem ich täglich zu tun habe. Wenn jetzt jemand dich verfolgen möchte, was du im Forschungsbereich so tust, vielleicht sogar mit dir in Kontakt treten, wo findet man dich am besten? Also ich habe eine persönliche Homepage, www.lars-donat.com, und man kann mir auf Twitter folgen und auf ResearchGate, das ist so das Facebook der Wissenschaftler, kann man mich auch folgen und gucken, was so rauskommt. Das sind so die drei Schnittstellen. Und letzte Frage, Gedankenexperiment. Du hast die Möglichkeit, auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht an die Menschen rauszuschicken. Was steht da drauf? Be passionate about the things you do. Diese Fitness mit Marc Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95, auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat, und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst, oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.